Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bewerbungsvideo für die dritte Staffel von Seven vs. Wild. Hallo, mein Name ist Jan, ich bin 34 Jahre alt und komme aus Graz, Österreich. Von Beruf bin ich Sozialbetreuer für Menschen mit Beeinträchtigung und habe nebenbei die Wildnisschule Waldkraft, wo ich als Survival Trainer tätig bin. In meiner Freizeit bin ich passionierter Jäger, also ihr könnt es euch schon denken, wenn die Themen Survival und Jagd zusammenkommen, dann bin ich voll und ganz in meinem Element. Aus dem Grund war ich vom Konzept für Staffel 3 sofort begeistert. Endlich geht's um Long-Term Survival. Einer meiner Favorites bei den Survival-Kursen ist zum Beispiel die Trapper Challenge. Da zeige ich den TeilnehmerInnen, wie sie langfristig von der Natur leben können. Es geht ums Fährtenlesen, ums Spurenlesen, wie man sich quasi in eine Wildart hineindenkt, um ihr vernünftig nachstellen zu können. Wir beschäftigen uns mit Fallenbau, mit primitiven Jagdtechniken, bis hin zum Zerwirken vom Fleisch und das Konservieren am Lagerfeuer. Also ihr könnt es euch schon denken, die Wildcard wäre für mich eine riesengroße Chance, um mein Wissen unter Beweis zu stellen. Als ich gehört habe, dass das ganze Equipment in Staffel 3 in dieser Flasche Platz haben muss, hat es bei mir natürlich sofort zu rattern begonnen. Wie viele von euch habe ich mir schon unzählige Survival Packs zusammengestellt und 2 Wochen Kanada, Alaska Equipment in der Flasche sehe ein großes Problem, und das ist, ich brauche einfach eine anständige Axt oder zumindest ein großes Messer. Aber wie wir das Problem vielleicht gemeinsam lösen können, erfährt ihr ja später. Als Survival-Trainer und Natur- und Erlebnispädagoge bin ich es natürlich gewöhnt, auch mit AnfängerInnen rauszugehen, schwierige Situationen durchzustehen und sie gegenseitig zu motivieren. Ich denke, da ist einfach mehr Potenzial dahinter, was persönlichen Wachstum angeht, als jetzt rein in der Isolation. Auch wenn ich dem Thema viel abgewinnen kann und ja schon in vielen Touren bewiesen habe, dass ich durchziehen kann, wenn es die Situation erfordert. Ich war schon auf etlichen Touren unterwegs, in Europa, in Skandinavien natürlich, Kajaktouren, ich war auf der tropischen Insel, ich war im Dschungel unterwegs, aber ich war noch nie in Nordamerika. Und hands down, das ist natürlich der große Traum von jedem Bushcrafter und Survivalisten. 2 Wochen autark in der Wildnis zu überleben, das wäre auch für mich eine neue Herausforderung, auf die ich richtig, richtig Bock habe. Gut, was kann ich beitragen, was bringe ich mit? Als Survival-Trainer kann ich natürlich Survival- und Bushcraft-Techniken herzeigen. Als Jäger kann ich bestimmt einiges über die Tierwelt erklären. Ich liebe es, die Natur zu analysieren und in eine Welt einzutauchen, die uns sonst eigentlich eher verborgen bleibt. Ich will definitiv angeln, ich möchte Fischfallen auslegen, und wenn es die gesetzlichen Rahmenbedingungen irgendwie zulassen, möchte ich natürlich weniger hungern und mehr Beute machen. Und das Ganze natürlich mit dem nötigen Respekt vor dem Leben, so wie es für einen vernünftigen Jäger gehört. So, wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo ich was machen muss, was ich noch nie vorher gemacht habe. Und zwar habe ich noch nie ein Messer geschmiedet. Und nicht irgendein Messer, sondern ein Messer, das in diese Flasche passt und das ich auch mitnehmen würde nach Kanada, Alaska. Und deshalb fahren wir jetzt gemeinsam zum Tobias in die Schmiede. Ihr kommt mit, los geht's! Also, das Konzept dahinter ist, dass wir ein Messer machen, was eine Art Hybrid aus großem Messer und Axt ist. Sprich, wir haben eine möglichst lange Klinge, dafür einen kurzen Griff, was ohnehin egal ist, weil ich kann mir draußen einen langen Griff improvisieren, und habe dann eine massive, dicke Klinge an einem langen Stiel, kann perfekt entasten, bin auch viel sicherer unterwegs durch den langen Stiel und kann trotzdem Holz betonen bis 10 cm. Ja, sehr gut. Das heißt, wir werden da ungefähr 7 mm Klingenrücken haben, schätze ich mal. Und die Gesamtgröße ist dann nicht vorgegeben über die Limitierungen. Genau, hinten 2 Aufnahmen beim Griff, also 2 Löcher, wo man den Griff draufstecken kann, nochmal mit Schrauben fixieren. Und einen schönen, dicken, balligen Anschliff mit einer ordentlichen Spaltwirkung.
Ja, das klingt gut. Und damit wir das Ganze noch robuster machen, hätte ich mir gedacht, wir machen eine Dreilagenkomposition. Das heißt, wir nehmen einen härteren Schneidlagenstahl und geben dann zwar weichere, aber zähere Decklagen drauf. Perfekt. Los geht's. So machen wir's. Also, da haben wir das fertige Teil. Bin mega zufrieden mit dem Ergebnis. Danke, Tobias, für die Unterstützung und die Expertise. Es war super lustig, ich habe richtig viel dabei lernen können. Aber natürlich ist das erst ein Prototyp. Also, ihr seid gefragt, liebe Messer-Community, rein in die Kommentare. Ich will wissen, was ihr da noch verbessern würdet. Und jetzt zeige ich euch, wie man mit dem Teil ordentliche Feathersticks hinbekommt. So, ich habe es jetzt vom Griff wieder runtergenommen, es ist auch ein bisschen locker geworden. Das nächste Mal würde ich es definitiv hier an beiden Punkten verschrauben, aber das ist nur mal ein kurzer Teaser. Wenn ihr wissen wollt, wie das Teil in der Praxis performt, dann schaltet es beim nächsten Video wieder ein. Ich bin gespannt, was sich aus der Bewerbung entwickeln wird. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen von der Wildnisschule Waldkraft, die mich zu dem Video motiviert haben. Link ist in der Description. Danke an alle, die das Video jetzt bis zum Schluss durchgeschaut haben. Ich wünsche dem gesamten Produktionsteam von Seven vs. Wild alles, alles Gute. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe Bock, ich habe Zeit, ich bin motiviert und sage bis bald. Ciao.